Leute. Wir sind jetzt Flughafen. Hey, die Koffer hier, die Koffer, Tag. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wo bin ich jetzt getroffen, Jungs? Was geht ab? Ey, wie geht's, ohne Mann? Ja, irgendwie, sehr gut, mein Blick, Alter. Geht, was geht, was geht? Ich nur Haare geschnitten. Oh mein Gott, Harry. Was geht, so nochmal ein kleiner Mann, Digga. Was geht, Alter, Digga. Ich hab schon zu viel gesehen, Walla. Walla. Was geht, Bruder, ich seh dich auch schon wieder. Ich hab kein Wort auf dich, Walla. Ich weiß nicht, wie gut, ey, weil ich geredet hab. Der sagt so, Devrim sieht jetzt so schön aus und so, der wird den meisten Chayas bekommen. Genau das hat er gesagt, ich höre. Walla, das seh ich auch schon wieder. Warte, ich hab keinen Bock auf dich. Oh, ey, man. Mit Hemd und so schön, oder? Here's my dog, show. My dog, me and my dog, we get 'em two in a row. Guck mal, ich komme an, ich kann nicht mal von selber hier genießen, ich muss euch den Ausblick zeigen. Oder ich dachte, es wäre wärmer. Oder ich dachte, es wäre viel wärmer. Oder ich komme noch klar mit langen Hosen. Oder wir sind jetzt in der Shuttle, wir fahren direkt zur Villa. Die anderen Jungs, die sind in einem Mietwagen, die müssen Mietwagen holen, dann fahren die zum Mietwagen auf entspannt. Die Organisation, Bruder, Walla war gut. Nur ein bisschen Location nicht gefunden. Gökam 934 wieder zurück mit einem neuen Video, meine lieben Freunde, begrüßen wir. Wenn man nicht weiß, was man angekommen. Endlich in der Villa. Den Roomtour kriegt ihr nicht. Die zeige ich euch noch nicht. Dazu gibt es ein separates Video. Und ich zeige euch schon mal einen Einblick von Dings. Tag, Tag, Digga. Tag. Ausblick ist behindert. Wir haben hier gute Position. Uiuiui, die Hut ist auch abgewichst. Die Hut ist cool. Wir holen jetzt die Sachen rein von den Jungs. Wir haben 3 Mietwagen gemietet, die kommen jetzt und wir sind halt währenddessen hier am Einchecken, der hat uns alles erklärt. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ich werde auch immer besser in der ganzen Sache mit Filmen und so, merke ich. Ich zeige schon mal die Gegend, damit ihr checkt. Ist wirklich cool, es geht auch straight weiter. Tag, so sieht es aus. So. Guck mal jetzt, wie schnell ich diese Bahn komme. Go! Was geht ab, YouTube? Wer mich hat gefloppt, ja? Mach einen Flop. Ah! Junge, ich werde nach diesem Urlaub werde ich auf YouTube 20.000 Follower haben. 20.000 Abos. Lüge! Das ist die Taktik. Einfach durchliken. Bestes. Amen, oh mein Gott. Einfach durchliken. Ich hab dir geschrieben. Was hast du dir geschrieben? What's up, where you at? Hat Essen, hab nichts geholt. Was, wie wir wussten es nicht? Ist euer Auto. Bruder, wer wir essen, ich hätte direkt geschrieben in Gruppe, Walla, ihr wisst selber, ich hätte in Gruppe geschrieben. Ja, Junge. Walla, Nathan, merke ich mir. Bruder, wir waren ein bisschen viel im Pool. Jetzt packen wir Tasche. Tranquil. Schon mit denen ein Zimmer. Du, hier, Zimmer sieht so aus, gleich kriegt der Baba. Ich sag euch jetzt schon mal, unser Zimmer wird das krasseste sein. Also von Ordnung. Hier Toilette rum. Alter, ich zeig euch noch nicht zu viel. Am Flexen. Okay, wir haben unser Zimmer aufgeräumt. Wir kriegen ein ganz kurzes Snippet. Tack. Ganz kurz. Mehr kriegt ihr nicht zu sehen heute. Morgen oder übermorgen kommt die Roomtour. Und wir gehen jetzt essen. Ein paar waren die Kerry, während wir jetzt im Wasser gespielt haben. Wir sind alle mit unterwegs. Genau. Das ist unser Fuckboy hier. Wir sind alle mit unterwegs. Müsst du unbedingt haben. Ich hole auf jeden Fall. Ich hab Eier, gemacht. Unbedingt. Eier, ja. Ich mach Spiegelei. Ja, ich mach Spiegelei normal. Spiegelei mit Tomatensauce. Okay. Das schmeckt auch dick krass. Ich glaube, wir machen dasselbe. Also, das hältst du gleich irgendwie bei uns. Zwiebeln und so, gell? Ja. Ich gehe jetzt schlafen. Ich mache kurz Mittagsschlaf. Es ist so, ich glaube, 15 Uhr oder so, keine Ahnung. Ich habe gerade Dürre fertig gemacht. Und wir sehen uns heute Abend eventuell nochmal. Aber jetzt, ich bin tot, deswegen gehe ich erstmal schlafen. Was geht, Leute? Digga. Wir haben wirklich 4-6 Stunden geschlafen. Es ist 20 Uhr. 20.30 Uhr gucken wir meinen Roaring Loud Vlog und ja, zusammen unten im Wohnzimmer. Ich ziehe mich jetzt auf Vlog entspannt an. Ich bin jetzt nochmal Aldi, kurz Essen holen. Bisschen. Und, Bruder, ich komme nur mit, weil ich kann nicht mehr in diesem Haus bleiben. Oder Gorang macht mir viel zu viel Stress. Gerade einkaufen, das sind jetzt Aldi. Am Abchecken, was man holen kann. Ein Baba-Dings. Ich glaube, das sind die Baba-Muffins. Mein Vater, als er die geholt hat, ich konnte nicht mehr aufhören, die zu essen. Tag,
tak, tak. Oder anscheinend in Spanien hat jeder Endpass. Deswegen hier kann man sich, hier muss man aufpassen. Die Jungs, wir sind gerade ein bisschen am Chillen, ausklingen lassen, wie ich gesagt habe. Wir gehen später in die Stadt Puerto Banos, wo die ganzen Leute sind, wo die Action abgeht. Und bis dahin chillen wir einfach. Ich bin hier gerade hier am Chillen. Die Zeit genieße, mega cool. Ein bisschen genießen auf jeden Fall. Die Jungs sind alle drin. Was machst du da? Ich bin die ganze Zeit Leute zu filmen. Was willst du von mir? Warum zockst du Fortnite? Hast du FIFA-Dings runtergeladen? Die Jungs haben Pizza geholt. Voila. Weißt du, was da drin? Margarita, so sieht es aus. Okay, wer hat das dafür gesorgt, dass das Essen hier auf dem Tisch ist? Bruder. Bei dem möchte ich mich bedanken. Ja, danke, danke, Devrim. Erstmal kriegst du die Hand. Dankeschön. Danke, Gorak. Ich bin der Einzige, der sich richtig bedankt, Junge. Ich weiß, wie der Hustle ist, wenn man alles machen muss. Genau. Genau, genau, genau. Sauber. Clean. Nicht. Sind alle billig. Billig, Goran, wie gut bist du? Bruder, ich bin scheiße. Guck erst, bist du gut? Gut genug, um dich zu schlagen. Gesundheit. Der sagt jetzt, Chef im Freundesheim. Bruder, ich werde jetzt ihn auseinandernehmen. Viele, ja. Alter, hier ist so villa. Wir sind endlich angekommen hier. Oh mein Gott. Aber ich sehe noch keine Leute. Ich sehe noch keine Leute, ich will nicht enttäuscht werden. 2 Uhr, oder? Direkt, Dinge. Oder, hier ist noch nicht zu. Doch, da sind die Menschen. Ja, okay, sehr. Wir sind hier erstmal für Dings. Wir sind jetzt in Puerto Banos. Wir sind gelandet. Hier geht anscheinend alles ab. Mal gucken, der Sohnemann passt auf uns auf. Der ist unser Papa. Gar nichts. Doch, 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 der wird schon aufpassen. Voila, Luis Mann, voila, Mann. Du hast hier, du hast deinen MVP-Status. Wir hängen ein Bild von dir auf in Villa. Voila, wir sehen dich. Ich markiere dich, wenn man dich sieht. Wenn der zurückkommt mit Insta, wir klatschen alle. Aber der hat die Aufmerksamkeit auf sich gedreht. Ja, stark, Luis. Sehr stark, Luis. Alle Vlogs enden natürlich mit einem Zitat des Tages. Das ist mein Abo, da liked, das Ganze kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Und der Satz des Tages ist: Die Welt ist klein.